Willkommen auf Grimms Heimkino. Der ein oder andere wird es da draußen wissen. Ich bin leidenschaftlicher Simracer, was das betrifft. So als Hobby natürlich nur. Und in dem Zuge liebe ich es natürlich auch mit der PlayStation VR 2 Gran Turismo zu spielen. Und ich muss dazu sagen, es gibt bei der VR Experience, also der virtuellen Erfahrung, gibt es für mich drei Produkte, die ein absoluter Gamechanger in der Praxis sind. Und diese Produkte möchte ich heute einmal mit euch teilen. Ich bin unabhängig von irgendwelchen Anbietern unterwegs, deswegen sage ich euch jetzt ganz allgemein, welches Produkt eben in Frage kommt. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine konkrete Produktempfehlung, denn auch ich muss dazu sagen, es gibt in diesen Bereichen verschiedene Produkte. Welches das Beste ist, muss man irgendwie ein bisschen für sich herausfinden. Was meine ich damit? Das Erste, was ich euch vorstellen möchte, sind diese beispielsweise Bügel oder irgendwie Adapter, mit denen ihr eure VR-Brille, unabhängig welche das halt ist, im Tragekomfort aufbessern könnt. Mein erster Versuch damals war ja hier mit diesem VR-Cover-Gedöns, einfach mal diesen Bügel über dem Kopf, das Klett, vergesst mal darum, das ist in meinen Augen Spielerei, aber dieser blöde Gummibügel hier oben, der einfach per Klett befestigt wird, der macht zum Beispiel bei einer PlayStation VR 2, macht der einen absoluten Unterschied. Das ist für mich ein Gamechanger. Damit bleibt ihr immer im perfekten Fokus, damit habt ihr eine Entlastung auf dem Kopf, und wenn ihr noch ein Headset tragt, was sich ja bei der PlayStation VR 2 empfiehlt, dann passt das sogar noch perfekt über diesen Bügel und liegt euch damit auch nicht mal extra noch auf dem Kopf auf. Das macht für mich einen absoluten Unterschied. Jetzt habe ich natürlich auch dieses, kostet auf Amazon 50€ Paket mit den 4000 Kundenbewertungen da drin, ausprobiert gehabt, weil das soll ja so das Maß aller Dinge sein, habe ich auch mal so im Forum gelesen. Ich persönlich hatte mit diesen ausgetauschten Adapterplatten hier so mega krasse Druckstellen auf dem Kopf und hatte nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde die Kopfschmerzen meines Lebens. Es hat für mich nicht funktioniert. Und daraus resultiert für mich die Erkenntnis, sucht euch die passende Bügel- oder Komfortverbesserung raus, die für euch funktioniert. Und wenn ihr da das Perfekte gefunden habt oder für euch vielleicht der Standard passt. Wenn alles perfekt sitzt, dann braucht ihr das alles nicht. Wenn ihr merkt, irgendwie es passt nicht so richtig oder es verrutscht während des Spielens, guckt euch nach einer Aufwertung in dieser Richtung um, und die Kosten zwischen 20 und 50€ bewegen die sich so im Schnitt. Ein weiterer absoluter Gamechanger ist in den Lichtbedingungen zu finden, denn diese VR-Brillen haben ja mittlerweile so viele tolle Kameras verbaut, um ihre Umgebung zu erkennen, damit ihr euch da nicht umbringt, während ihr VR spielt. Und in dem Zuge ist das ja mit den wechselnden Lichtbedingungen, ihr fangt im Hellen an zu spielen, hört im Dunkeln auf, habt kein Licht angemacht, die Verbindung wird schlechter, es kostet euch ein bisschen euer Spielvergnügen. Und um das vorzubeugen oder auch im Dunkeln spielen zu können, hey, ihr könnt mit VR im Dunkeln spielen, ihr braucht keine Lampe anmachen. Wie geht das? Zack, das ist die Lösung. Die Lösung heißt von Amazon, Tonton ist einfach nur eine Infrarotlampe, also falls die jetzt einer genau diese haben möchte. Ich habe die billigste genommen, die ich so gefunden hatte. Besonderheit bei dieser oder Nachteil dieser billigen Infrarotlampe ist, dass ihr hier vorne so einen Sensor habt. Das heißt, wenn es draußen hell ist, ist der Sensor aus. Wenn es dunkel wird, geht der Sensor an. Wenn man in hellen Bedingungen anfangen möchte und diese Übergangszeit, die kriegt die nicht so vernünftig hin. Da habe ich einfach so ein Stück Filz draufgeklebt, hier so ein Gewebetape auf den Sensor, damit der Sensor halt immer denkt, er muss halt aktiv sein, und das heißt, diese Lampe, sobald die Strom hat, ist sie an und nimmt auch nur, was sind da, 6 Watt aus der Steckdose, wenn überhaupt, waren es überhaupt 6 Watt, also wirklich sehr, sehr energetisch das Ganze. Kann auch sein, dass es nur 2 Watt sind, die das Ding zieht. Also diese Infrarotlampen sind unfassbar sparsam im Stromverbrauch. Ihr braucht nicht die ganze Bude aufhellen, was das betrifft, und könnt euch einfach auf euer VR-Vergnügen fokussieren. Und wenn ihr in eurer VR-Brille auf den Pass-Through-Modus geht, dann seht ihr auch erstmal, wie schön hell so eine Infrarotlampe leuchtet. Diese wird mit Netzteil ausgeliefert. Das wird hier einfach reingesteckt. Und ich habe das Ganze auf einen Holzklotz geschraubt, einfach nur so ein Kantholz-Reststück, was ich noch im Schuppen rumfliegen hatte, damit ich das Ding immer mobil dahinstellen kann, wo ich gerade spiele. Denn ich sitze ja nicht nur an meinem Simrig, sondern ich spiele ja auch in der freien Bewegung, wenn es halt mal kein Autorennen ist. Und zu der freien Bewegung habe ich auch noch einen Gamechanger für euch. Gamechanger Nummer 3 ist im Kabelmanagement zu finden. Da gibt es diese tollen, wie nennt man das hier, Kabelmanagement-Lösung für VR. Da könnt ihr das in diese
tollen Klipse einspannen und habt natürlich eine deutliche Kabelverlängerung, wie ihr hier sehen könnt. Da muss natürlich dann noch einmal verlängert werden. Vorteil dieser Kabellösung, wenn ihr eine VR-Brille habt, die mit Kabel funktioniert, so wie es beispielsweise bei der PlayStation VR 2 Brille der Fall ist, dann ist es einfach unglaublich nervig, wenn ihr spielt und immer dieses Kabel vor euren Füßen herschiebt. Deswegen Kabelmanagement, was ihr nach oben lösen könnt, gerade mit diesem Rumgefuchtel oder diesem Kabelmanagement. Ich muss sagen, so richtig glücklich bin ich damit nicht. Es ist besser als auf dem Boden liegend, aber ich finde es persönlich auch ehrlich gesagt noch nicht perfekt, wenn es an der Decke läuft. Denn wenn ihr Spiele spielt wie Horizon Call of the Mountain und ihr klettert die ganze Zeit hier in dem Kabel rum, das ist auch nicht wirklich optimal, muss man ganz klar dazu sagen. Ein weiterer Punkt ist, dass ihr im Laufe des Bewegens im Raum und wenn da gerade mal ein VR-Spiel spielt, beispielsweise Resident Evil, kann ich ja mal wärmstens empfehlen, dann kommt es auch mal vor, dass sich hier oben das Ganze ein bisschen verheddert. Und dann hatte ich auch mal einen meiner, ja, ich sag mal, coolsten, weil nichts passiert ist, VR-Momente, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin hier oben völlig verknotet und drehe mich ein paar Mal in die Runde. Und dann habe ich so festgestellt, ist hier schwindelig und gucke in mein Spiel, auf mein Bildschirm und sage, nö, alles ist normal. Und zack, lag ich auf dem Boden. War eigentlich ein ganz lustiger Moment, weil der Gleichgewichtssinn dadurch ein bisschen ausgetrickst wurde. Mein Körper war schwindelig und meine Augen sagten, alles war super. So viel zum Thema Kabelmanagement. So richtig perfekt glücklich bin ich mit dieser Lösung nicht, aber es ist dennoch ein Gamechanger im Vergleich zu dem Kabel, was auf dem Fußboden rumliegt. Das sind meine drei Gamechanger, die das Spielen in VR einfach so viel besser machen, als es von Werk aus ausgeliefert wird. Habt ihr da draußen noch irgendwelche Gamechanger, die man im VR-Bereich unbedingt auf dem Schirm haben muss? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns doch darüber einmal austauschen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was auf meinem Kanal so los ist, das meiste ist natürlich klar, Balkonspeicher, Wärmepumpe, Heimkino, aber Gaming ist natürlich auch ein Punkt, der bei mir doch irgendwo immer mal zum Tragen kommt und ich in dem Bereich auch gerne mehr machen würde. Allerdings die Produktion der Videos so zeitaufwendig ist dahinter, weil ich will ja nicht das machen, was alle da draußen machen, dass ich mich da noch ein bisschen verscheue und sehe ja auch an diesen Videos hier, die werden halt tatsächlich auch zu wenig angeguckt, als dass sich die Zeit dahinter irgendwie lohnt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch auch zukünftig auf meinem Kanal begrüßen darf.